Hallo, wir sind heute in der Praxisschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark und es geht um Radio als Lernform. So nennen wir es. Es ist eine Methode, bei der das Mikrofon den Bleistift ersetzt. Um die Methode Radio als Lernform einzusetzen, braucht man irgendein Aufnahmegerät. Es kann so wie hier ein professionelles Reportagemikrofon sein. Es kann aber natürlich auch jede andere Aufnahmemöglichkeit sein. Es kann ein Smartphone sein oder ein digitales Aufnahmegerät. Und dann können wir sagen, das Lernziel ist vorgegeben. Das gibt der Lehrplan bzw. dann die Lehrerin, der Lehrer vor. Aber wie wir unsere Geschichte dazu gestalten, da sind wir gefordert. Da können wir kreativ sein als Schülerinnen und Schüler. Wir können Hörspiele kreieren zu Unterrichtsthemen, wir können Dokumentationen, Reportagen gestalten, wir können Interviews machen und die Lernziele werden so Stück für Stück erarbeitet, aber eben in der Methode, die mir als Schülerin oder Schüler zu diesem Thema zumindest am ehesten entspricht. In der Praxis ist es ganz einfach, die Lehrerin, der Lehrer bringt ein Aufnahmegerät mit in die Stunde, stellt das Thema vor und stellt es den Schülern frei, sich für eine dieser Methoden, Möglichkeiten zu entscheiden. Und wenn wir das professionell aufgenommen haben, schneiden wir es professionell. Das heißt, Schülerinnen und Schüler setzen sich an einen Computer und es gibt eine ganze Reihe günstiger, hochprofessioneller Schnittprogramme und Schülerinnen und Schüler können das sehr schnell. Also es ist, ich behaupte mal, nicht schwieriger, Audio zu schneiden, als mit einem Textverarbeitungsprogramm oder mit einem Präsentationsprogramm zu arbeiten. Ja. Wenn der Beitrag fertig ist, manchmal mit Unterstützung, manchmal ohne Unterstützung, jeder wie er es eben braucht, ja, dann wird es der Lehrerin präsentiert, die kann nochmal redaktionell drüber schauen, stimmt es inhaltlich, stimmt es fachlich und danach wird es präsentiert und veröffentlicht. Eine Voraussetzung ist, dass die Lehrerin oder der Lehrer für diese Methode offen ist und sich auch ein bisschen damit auskennt. Radio Igel haben wir vor 4 Jahren gegründet. Mittlerweile ist das Zentrum an der Pädagogischen Hochschule Steiermark und an der Praxisschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Dort betreiben wir Radio als Lernform, verwenden diese Methode, um ein Lernziel zu erreichen. Das heißt, ähnlich wie Journalistinnen und Journalisten kriegen wir ein Thema, meistens von der Lehrerin oder vom Lehrer, und machen uns dann auf die Suche, wie könnte ich an dieses Thema herangehen.